Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute wollte ich mit euch teilen, wie ich es geschafft habe, in 37 Schwangerschaftswochen nur 7 Kilo zuzunehmen. Bis jetzt. Also bleibt dran. Ihr wisst ja, ich hatte vor 1,5 Jahren einen Kaiserschnitt und möchte gerne natürlich gebären jetzt bei der zweiten Schwangerschaft. Ich bin in der 37. Schwangerschaftswoche, das heißt, ich habe noch knappe 4 Wochen vor mir. Und hatte natürlich den Druck meiner Ärztin, die zu mir meinte, bitte nehme in dieser zweiten Schwangerschaft nicht so viel zu. Oh, okay, ihr wisst, ihr habt das alles mit mir durcherlebt, wie gestresst ich war. Ja, jetzt möchte ich mit euch teilen, was dazu geführt hat, dass ich in der Tat nur bis jetzt 7 Kilo zugenommen habe. Okay, ich habe noch 4 Wochen vor mir. Ich schätze jetzt nochmal, dass ich nochmal so 2 Kilo zulegen werde. Also wären es insgesamt 9 bis 10 Kilo. Das ist natürlich alles noch im Rahmen. Aber ich möchte heute mit euch teilen, wie und was so genau passiert ist. So, Punkt Nummer 1 würde ich sagen, sind definitiv Vitamine. Als ich zu meiner Ärztin damals gefahren bin, meinte sie, das bitte nicht auf die eigene Faust machen. Das ist jetzt nur meine Erfahrung. Meinte sie, lass bitte die Vitamintabletten weg. Ich so, okay, warum? Sie meinte, die machen nur unnötige Kilos. Ich war erstmal so, okay. Ihr wisst, bei Hamza habe ich 23 Kilo zugenommen. Und da habe ich in der Tat jeden Tag eine so eine Vitamintablette genommen. Bitte unterscheidet Vitamintablette durch Folsäure. Folsäure habe ich natürlich die ersten 3 Monate komplett durchgenommen. Aber als dann die 3 Monate um waren, habe ich dann nichts mehr genommen. Beziehungsweise ich habe noch 2 Präparate genommen, aber die kennt ihr auch schon. Wisst ihr damals, als ich diesen CERA-Screen-Test zu Hause gemacht habe, auch sehr, sehr wichtig. Das möchte ich euch jetzt auch nochmal ganz kurz erwähnen. Ihr könnt zu Hause selbst Tests machen. Sehr, sehr wichtig. In meinem Fall auch durch meine Schwangerschaft Vitamin D und Eisen. Ihr wisst, ich kriege Sami immer nicht dazu, zum Arzt zu gehen. Und wir haben halt diese Tests gemacht. Die kann man ganz easy peasy zu Hause durchführen. Ich blende euch unten auch nochmal übrigens einen Rabattcode an. Wer auch so einen faulen Mann zu Hause hat oder selber einfach keine Zeit hat, zum Arzt zu gehen, bestellt sich diese Tests online. Kriegt ihr so einen kleinen Pieker in den Finger. Dann könnt ihr so ein bisschen da euer Blut abgeben und dann wird das ins Labor geschickt. Und dort kriegt ihr dann 1-2 Tage später eure Ergebnisse. Und wir haben halt diese Selbsttests zu Hause durchgeführt. Einmal Eisen und einmal Vitamin D. Wir waren beide geschockt, wie niedrig unsere Werte waren. Vor allem die von Sami. Der war, glaube ich, bei 6 oder so, wenn ich mich jetzt noch daran erinnere. Ich poste euch auf jeden Fall das Video in die Infobox. Vitamin D, sehr wichtig in der Schwangerschaft, meinte auch gestern nochmal meine Ärztin zu mir. Und ich soll halt die Eisenpräparate noch weiternehmen, damit ich halt diesen Eisenmangel nicht habe. Das soll halt auch nicht so gut sein, wissen wir alles. Vitamin D-Mangel führt dazu, dass man Depression kriegt, dass man schlechter abnimmt, das allgemeine Wohlbefinden. Ihr wisst, Vitamin D wird allgemein durch die Sonne aufgenommen. Obwohl wir in der Türkei leben und eigentlich pure Sonne haben, hatten wir den extremsten Mangel. Und ja, das haben wir anhand dieser CERA-Screen-Tests erfahren. Schaut euch einfach mal auf der Seite um und nutzt bitte meinen 15% Bestellcode, falls ihr diese Tests bestellen möchtet. Ich garantiere euch, ihr werdet es nicht bereuen. Nachdem die Auswertung der Tests zu Hause waren, wurden wir natürlich nochmal extern von CERA-Screen beraten. Das werdet ihr auch, was ihr dann am besten einnehmen solltet oder was ihr am besten tun solltet, damit euer Haushalt wieder auf Trab kommt. Wir hatten auch, glaube ich, einen Allergietest gemacht. Genau, da ist nämlich rausgekommen, dass ich eine Haselnussallergie habe. Wusste ich auch nicht. Also total interessant. Diese Tests, schaut euch das unbedingt mal an. Naja, auf jeden Fall zurück zu den Vitaminen. Ich habe in der Tat die Vitamintabletten weggelassen und habe nur Vitamin D und Eisenpräparate eingenommen. Eisen nehme ich auch, habe ich auch schon vor der Schwangerschaft eingenommen, von daher war das jetzt nicht etwas extra, was ich jetzt eingenommen hätte. Eigentlich nur die Vitamin D Tropfen und mein Wert hat sich insgesamt besser stabilisiert. Ich habe jetzt gestern nochmal einen Test gemacht, aber die Ergebnisse habe ich jetzt leider noch nicht da, also die kriege ich wahrscheinlich dann erst morgen. Ja, damit möchte ich euch nicht sagen, ihr sollt die Vitamine weglassen, aber wie gesagt, meine Ärztin hat gesagt, die machen nur unnötiges Kilo. Versuch bitte, die Vitamine durch die Nahrung aufzunehmen.
Ja, Ernährung spielt natürlich auch eine sehr wichtige Rolle. Ich habe versucht, natürlich ein bisschen auf meine Ernährung zu achten. Natürlich gab es mal Ausrutscher. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Salat oder irgendwie sowas esse, aber ich versuche schon, auf bestimmte Sachen nicht zu verzichten, aber halt nur in einer kleinsten Menge einzunehmen, ja? Das kommt jetzt wahrscheinlich nicht so glaubhaft rüber, aber wenn ich jetzt mal was auf Instagram poste, so ein Stückchen Kuchen oder so, oder ich poste euch einen Donut oder so, dann heißt es das nicht, dass ich die ganze Woche von morgens bis abends nur einen Donut esse, ne? Also ich glaube, das denken dann manche und dann schreiben die, kein Weltwunder, dass du so dick bist, wenn du dich so ernährst. Nein, ich ernähre mich in der Tat eigentlich in der Woche, beziehungsweise eigentlich immer relativ gesund. Und natürlich gibt es manchmal, hallo, ich bin schwanger, ich habe manchmal so Gelüste wie heute, wo ich meinen Mann anrief und sage, du kaufst mir jetzt Donuts und dann hat er mir hier, ne, die ganze Krispy Kreme mitgebracht. Ja, lecker, muss sein. Also Ausrutscher sind natürlich immer da, aber ich habe, wie gesagt, versucht, mich insgesamt ein bisschen gesünder zu ernähren. Nicht so arg reinzuhauen wie bei Hamza damals. Ja, welche Gelüste hatte ich denn jetzt in der zweiten Schwangerschaft? Ganz extreme Gelüste auf Kaffee und auf Lakritze habe ich immer noch, also und auf momentan auf Zinni-Minis, ganz schlimm, habe ich ja auf Instagram schon erwähnt. Meine Tante hat mir gerade eine Packung mitgebracht und die ist natürlich jetzt schon alle nach 2 Tagen. Also ich suchte gerade danach, also wer einer weiß, wo ich hier Zinni-Minis herkriege, dann sagt mir das bitte. Dritter Punkt würde ich sagen, das Abstillen. Ich habe Hamza noch weiter gestillt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, weil ich nicht einsehen wollte, dass ich den jetzt abstillen muss, weil in der Türkei ist dieser Mythos: Spinnst du? Du vergiftest dein Kind mit deiner Milch. Alles klar, ich vergifte mein Kind mit meiner Milch. Aber es glaubwitzig, ja. Es kann natürlich sein, dass sich der Geschmack so ein bisschen verändert von der Milch, aber Hamza hat sich in der Tat selber abgestillt. So, bei mir hat nämlich dieses Stillen genau das Gegenteil bewirkt. Andere Menschen nehmen durch das Stillen komplett ab. Und genau ich bin natürlich das Gegenteil von allem. Ich habe durch das Stillen zugenommen. Meine Ärzte meinte, dein Körper deponiert Fett durch das Stillen. Ich so, okay. Ja, da war ich natürlich auch sehr unglücklich, weil halt alle anderen abnehmen und ich nicht abgenommen habe. Natürlich habe ich abgenommen. Insgesamt hatte ich dann, glaube ich, wieder 13 Kilo runter, aber hätte ich vielleicht nicht abgestillt, dann wäre es vielleicht keine 13 Kilo gewesen. Also dann wäre ich vielleicht noch mit den Kilos dabei gewesen, wo ich hatte. Das Abstillen hat bei mir auch auf jeden Fall eine große Rolle bewirkt. Vierter Punkt, würde ich sagen, ist der Abstand. Das heißt, als ich mit Hamza, glaube ich, im neunten, als Hamza 9 Monate alt war, wusste, habe ich erfahren, dass ich schwanger bin. Rechne. Rechne, 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 ja. Ich hatte noch nicht mal Hamzas Kilos runter und bin dann wieder schwanger geworden. Ich glaube, vielleicht hätte ich schon alle Kilos runter gehabt. Also wäre dann wieder bei meinen 74 Kilo gewesen, wo ich mit Hamza schwanger gewesen wäre. Dann hätte ich eventuell mehr zugenommen als jetzt. Das heißt, mein Körper hat wahrscheinlich noch irgendwelche Fettdepots von damals. Und ja, deswegen habe ich halt mit 84 Kilo bin ich dann zurzeit schwanger geworden und wiege jetzt momentan 91 Kilo. Also ich glaube, der Abstand zwischen diesen beiden Schwangerschaften spielt auch eine Rolle. Fünfter Punkt, ich habe ein Kleinkind zu Hause. Ja, und dieses Kleinkindchen ist natürlich mega aktiv. Er ist jetzt gerade 16 Monate alt. Also, nee, falsch, 17 Monate. Wenn Sade in 4 Wochen inshallah auf die Welt kommt, dann ist er genau 1,5 Jahre alt. Er ist gerade in einer Phase, wo er auf Stühle klettert, überall rumläuft, die Treppen hochläuft und überall natürlich rumfummeln möchte. Und ich bin momentan natürlich nur ständig am Hin und Her, ne? Also ich bin körperlich momentan nicht super aktiv. Also ich mache jetzt keinen Sport oder so. Das geht bei mir gar nicht mehr, weil ich extreme Steißbeinschmerzen habe, ne? Aber ich bin in Bewegung, sagen wir mal so. Ich versuche jetzt nicht, mich so auf die. Natürlich passiert es auch, mich mal hinzulegen und mal auszuruhen, aber generell bin ich, würde ich sagen, noch sehr aktiv. Auch jetzt, was den Haushalt angeht, wischen hier und da. Also ich kenne auch schon so
Schwangere in meiner Woche, die dann sagen, okay, ich kann nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr, Leute. Also mir tut wirklich ohne Scheiß, ich möchte nicht meckern, aber jeder einzelne Knochen tut mir weh. Aber ich versuche, wie gesagt, in Bewegung zu bleiben, was meine Ärztin mir auch geraten hat. Und zwar kommen wir jetzt auf die Frage zurück, warum denn so viele Kaiserschnitte mittlerweile gemacht werden. Und sie meinte einfach zu mir, weil der Bezug zum Boden verloren gegangen ist. Ich so, ja, wie meinst du das? Ja, früher haben die Frauen viel mehr am Boden, den Boden gewischt, die Wäsche auf dem Boden gewaschen und die waren immer am Boden aktiv, haben am Boden gekocht, auf dem Boden gekocht und hier und da sind viel Treppen gestiegen, haben sehr viel Hausarbeit gemacht, waren sehr beweglich und heutzutage ist alles viel mehr so, nimmst du wie Leder in der Hand, alles in der Aufrechten und die Muskulatur ist halt nicht mehr so wie damals, meinte sie, das Becken ist nicht mehr so wie damals und ja, deswegen fällt es vielen schwangeren Frauen, meinte sie, in der Türkei schwerer zu gebären als in anderen Ländern. Hat sie recht, weiß ich jetzt mittlerweile gar nicht, aber der Bezug zum Boden, das würde ich sagen, stimmt auf jeden Fall. So, wie gesagt, Leute, ich habe noch 4 Wochen. Ich hoffe, dass alles glatt läuft. Ich hoffe, dass ich meine Wunschgeburt kriege. Natürlich habe ich so ein bisschen nicht Panik, aber man ist schon so ein bisschen aufgeregt, weil man nicht weiß, was einen erwartet. Manchmal sehe ich so, schreibt mal bitte eine Wehe in einem GIF. Dann sehe ich so einen Tunnel und einen Zug, der da durchfahren will und wo das dann nicht klappt. Dann denke ich so, oh weia, wie fühlt sich wohl eine Wehe an? Also ich weiß es nicht, weil ich in der Tat Hamza in der 37. Schwangerschaftswoche schon, weil sie ihn holen mussten aufgrund der Plazenta Previa. Also ich weiß in der Tat nicht, wie sich eine Wehe anfühlt, Leute. Und ja, ich möchte es jetzt auch nicht wissen, aber ich stelle mir das vor wie so ein Wadenkrampf. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ich lasse mich überraschen. Ich werde es ja dann schon merken. Ne? Gut, ja, das war mein Video zu den Kilos. Was meint ihr dazu? Wie viel habt ihr insgesamt zugenommen, würde mich interessieren. Seid ihr schwanger? Wie weit seid ihr? Wird es ein Mädchen? Wird es ein Junge? Habt ihr schon einen Namen? Und ja, also ich fühle mich gut. Mittlerweile, ich kriege immer zu hören, oh Gott, Ebru, du strahlst so, du siehst so gut aus und voll die Komplimente, das freut mich natürlich auch total. Und dann sagen die, eigentlich ist das ja so, dass ein Mädchen immer die Schönheit der Mutter nimmt und man eine dicke Nase kriegt und aufgeschwollen ist und bei dir ist das überhaupt nicht der Fall. Und ich denke so, oh, nicht, dass das dann doch ein Junge wird, ne? Nicht, dass sie sich da vertan hat. Aber weiß ja nie, ne? Okay, wir lassen uns überraschen, würde ich mal sagen. Und ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Falls ihr irgendwelche Einwände zum Video habt oder euch einfach mal mit mir austauschen möchtet, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Kommentar hinterlässt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video. Oh, was wird das denn wohl? Lasst euch überraschen, dann würde ich sagen, bis dann. Tschüss.